Das soll ich gehört haben. Saskatoon, Saskatchewan. Wo sind wir? Wir sind in Saskatoon, Saskatchewan. Weißt du, was ich gehört habe? Dass Roman Reigns kommt und. Roman Reigns habe ich gehört. Ich habe jetzt noch kein einziges Tugend in der Arena. Lass es anfangen. Boom! Jawohl. Feuerwerk. Herzlich willkommen zum Freitag. Sagen wir Freitag. Wie war meine Woche so? Boah. Haben wir keine WWE-Show, leider. War ganz gut, muss ich sagen. FNB uns morgen früh haben die Vertretung. Die kam jetzt 2 Wochen nicht mehr zur Schule und will morgen wieder kommen, glaube ich. Ich schalte gerade in den Schulen. Ja. Warte mal, ist jetzt echt eine blöde Frage, ne? Denn wir haben schon fast Sonntag. Wann ist denn Great Balls of Fire? Jetzt mal nächst, also jetzt mal von unserer Zeit aus nächste Woche Sonntag, oder? Genau, in 7 Tagen. Oh mein Gott. Mir fällt gerade auf. Soll ich dir mal meinen Stundenplan morgen sagen? Ja. Berufsorientierung, Mathe, Mathe, Mathe. Geil. Ist ein geiler Montag. Wollen wir. Ja, sind es ja. Wollen wir mal GTA zocken? Oder wollen wir hier nach mal GTA zocken? Oder hier nach muss ich dir erstmal meinen eigenen Steck zocken. Was ist mit dir los? Du willst GTA spielen? Ich hab GTA jetzt so langsam runtergeladen. Weil ich hatte letztens ein paar Videos gesehen und jetzt hatte ich leicht Bock da drauf. Du meinst, du hast dein GTA. Ja. Du hast dein GTA 5 runtergeladen. Okay. Gut. Wir sehen. Up to date. John Storman ist wieder Teil der Wahlsammlung. Nicht. Ah, wir sehen's. Oh, Alexa Bliss ist einfach adorable, oder? Muss ich einfach sagen. Lukas, sein Status ist auch absolut lustig. Hast du den mal gesehen? Nee. Musst du mal Lukas seinen Status angucken. Ja, absolut du witzig. Willst ihn jetzt wahrscheinlich nicht vorlesen. Deswegen ist es jetzt selber Lukas der Boss. Oh Gott, dieses Scroll steht ganz nach unten am Anfang. Ey, so weit oben. Lukas, oh wow. Meinst du, er hat nur ein Smiley, richtig? Was? Nein. Hä? Von mir hat er ein Smiley. Was? Ich meine, what the fuck? Hast du das nicht mit den Statusbildern immer? Ach so, Status. Ist das ein Status? Nö, Lukas hat mich anscheinend nicht angespeichert, Bastard. Alter, Shots fired. Ja, wie in der ersten Folge gegen Pascal, die hat noch niemand gehört. Oh mein Gott, Tut mich attackieren. GTA-Download, ey. Okay, geht jetzt wieder. GTA-Download, doch nicht gerade dafür. Ich hab jetzt gehört, wenn du so Bock auf GTA hast, ne? Machen wir jetzt die Woche, also jetzt morgen, fängt eine GTA-Woche an, hab ich gehört. Weil ich hab mir ja jetzt auch aktiv... Du musst dann immer gucken, wann du Zeit findest, weil ich habe mir jetzt aktiv Dienstag hast du Zeit? Dienstag ist nicht gegen 15 Uhr da sein. Okay. Mittwoch auch gegen 15:30. Bist du irgendwann mal um 1 da? Ja, ja. Wie gesagt, nee, wir müssen da mal gucken, aber das kann ich euch jetzt hier schon mal spoilern. Es ist ja bereits die GTA-Woche, wenn ihr das alles hier seht, in
im Gange, denn ich habe mir tatsächlich mal was gegönnt, nämlich die GTA-Trilogie. Das heißt GTA San Andreas, was wir hier auch schon auf YouTube haben. Dann noch GTA 3 und GTA Vice City. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir eine GTA-Woche auf Twitch. Der Kanal ist unten verlinkt, könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und wir sollten mal im Übrigen kurz was erklären. Wir haben uns für ein Last Man Standing Match entschieden. Und wieso? Willst du es sagen? Oder nö, das überlasse ich dir. Das überlasse ich dir. Alter, ich bin immer fast oben und dann gibt's den. Fuck, Alter. Es ist ein Ambulance-Match, was wir hier normalerweise haben. Und ein Ambulance-Match gibt es ja dann nicht. Was bedeutet der? Was macht der? Das ist ja schon ein. So, dann hau mal raus. Was hältst du von der ganzen Sache Roman Reigns gegen Braun Strowman? Ich hoffe, es ist wieder Aufbau, um Braun Strowman zu machen. Wie bei Payback? Also, ich würde auch sagen, dass Braun wird das gewinnen, glaube ich. Braun wird das gewinnen, also da bin ich mir relativ sicher. Also, wenn sie Roman hier jetzt tatsächlich gewinnen lassen, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so schlau ist. Komm, Roman! Hab mich ja eh gewundert, dass Roman nicht auf dem Cover von 2K18 ist, ne? Lass mal kurz wieder in den Ring gehen. Ich will wissen, was sonst Finisher ist. Ja. Schön dran vorbeigesprungen. So. Gut, dann hau mal raus, dein Braun Strowman Finisher. Warte, dann bleib mal kurz da einfach stehen. Ich schick dich nochmal auf den Ring. Müsste der Sleeper Hold sein, oder? Hallo? Vielleicht im Lauf? Habe ich schon probiert, nein. Oh man, if I was in there, I'd seriously be considering just staying down. No way would I want to take another shot like that. So, dann werfe ich dich mal in die Ecke, vielleicht müsst du ja in die Ecke sein, sonst habe ich keinen Finisher an. Nope. Aber was ist denn Braun Strowman? Sein Finisher ist doch normalerweise dieser Sleeper Hold, oder nicht? Warte mal. Das ist sein Finisher. Ich mach das mal auf Top Rope, vielleicht irgendwie was im Top Rope. Vielleicht auf dem Top Rope? Hey, warte mal. Im Lauf auch nicht? Nein. Hä? Gut, dann hat Braun Strowman aktiv keinen Finisher. Ja, ist jetzt so. Dann muss Chris ohne Finisher klarkommen. Aber Chris, habe ich gehört, macht einen ja auch so fertig. Ja gut, was glaubst du denn, wer gewinnt das Match? Jawohl. Roman. Ja, du bist doch der größte Roman Reigns Fan ever. Oh! Der mich einfach umläuft. Du willst, was für ein Finisher ist. Du willst doch einen Finisher haben. Ja, zu lang müssen wir das Video jetzt auch nicht ziehen. So, also wir sind uns eigentlich einig, dass Braun dieses Match gewinnt. Wäre besser für ihn, glaube ich. Ja gut. Hat er wenigstens. Alter, ab in die Ringseile. Und es ist aktiv kein Finisher. Nein. Strowman hat keinen Finisher, damit Ende. Müssen wir uns mit abfinden. Aber ich sag dir, wer einen Signature und einen Finisher hat, nämlich The Big Guy.
Boom! Weil, Leute, this is his yard now. Ne? Es gibt so eine richtig ekelhaften Ball. Was? Ne. Das wäre ziemlich schön, ne? Boom! Ich komm aktiv nicht. Hallo? Ja, das ist super. Hallo? Alter, das ist online teilweise so verbuggt, ne? Was? Ja, ja. Yes! Yes! Darf ich doch mal in Ruhe was schreiben? Hallo, ich bin the big guy. Hä? Digga, das ist absolut verbuggt. Wo ist die Anzeige? Wo ist die Anzeige? Ich habe keine Anzeige. Ich kann nicht aufstehen. Ja, du hast einfach zu sehr Angst. Hey! Hä? Stehst du auf? Was ist denn das? Hau mich mal um und lass mich mal liegen. Nee, warte mal, ich habe noch eine Idee, die klappen könnte. What the fuck? Was war denn das gerade für ein Anzeigenbug? Yo, Braun Strowman. Hä? Jetzt habe ich wieder eine Anzeige. What? Ja, komm, lass mal Roman liegen. Wir beenden das jetzt für hier, weil das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier noch 10 Jahre nach Brauns Finisher suchen. Ja, wir sind uns eigentlich relativ einig und sicher, dass Braun Strowman am besten, ja, wie er noch das erste Seil geht. So, was glaubt ihr, was wird passieren bei Great Balls of Fire? Wird Roman Reigns seine Rache bekommen gegen Braun Strowman, der ihn ja bei Payback ziemlich aus dem Leben genommen hat? Oder wird Braun Strowman weiterhin so stark aufgebaut? Wird Braun Strowman vielleicht sogar im Triple Threat oder vielleicht sogar im Fatal Four-Way Match stehen beim SummerSlam? Was sind eure Meinungen zu diesem Match? Was sind eure Meinungen zu dem Pay-Per-View? Ja, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr neu seid. Und einen Kommentar natürlich auch. Und eine positive Bewertung. Und jetzt kann ich nur noch sagen, freut euch auf morgen, denn dann ist Main Event Time. Also, haut rein, bis morgen, ciao. Alle 5 Matches bis jetzt gewonnen.